meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus dem schönen Hamburg, lebe und arbeite allerdings mit meinem Gesangsstudio Stage Art Studio in Singapur. Heute gibt es eine Übung, das ist eine Anschlussübung zu dem gestrigen Video, und zwar gestern habe ich ein Video hochgeladen zum Thema, wie kannst du powerful, wie kannst du kraftvoll singen. Und dazu möchte ich nämlich eine Übung gleich zeigen, die aus dem Twang-Bereich ist, also eine Twang-Übung und eine Nasal-Resonance-Übung. Twang und Nasal Resonance sind wieder zwei ganz verschiedene andere Themen, und ich möchte nur mal ganz kurz darauf hinweisen, bitte, bitte such dir einen Gesangslehrer, Gesangslehrerin in deiner Nähe oder kontaktiere mich, kauf dir einen Online-Kurs, weil ich gerade wichtig finde zum Thema Gesang, dass man dort fundiert lernt, dass man sozusagen wirklich Step by Step lernt. Man fängt dann mit Breath Management an, also Atmung und Körperhaltung und Muskulatur und Kehlkopf und wie sieht das eigentlich alles aus? Viele Sachen auf YouTube sind ja meistens immer so aus dem Zusammenhang gerissen. Da sind ja immer nur Highlights, die man so zeigen will. Aber richtig singen lernen aus so ganz kleinen Videos ist schwierig. Daher wirklich guck, dass du vielleicht da jemand professionellen findest. So, das Wort war schwierig. Wichtig auch beim Twang, versuch auf jeden Fall dieses Gefühl für diesen N-Sound zu finden, also diesen vibrierenden Sound, diesen pingy Sound, diesen ringy Sound, diesen Sound, der so ein bisschen nja, 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 wie bei einer Hexe. Nja, 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 oder wie Kinder, die gerade auf dem Kinderspielplatz sind. Und also versuche diesen Sound zu finden, versuche dieses ganz, diesen kleinen Vibrato zu spüren, dieses kleine Vibrieren zu spüren hier. Solche Übungen sind klasse, weil du gerade da an deinem Umfang arbeiten kannst. Also wenn du das Gefühl hast, oh, ich möchte aber ein bisschen mehr besser belten oder lauter sein oder mehr an meinem Umfang arbeiten oder Mixed Voice, dann sind das gerade so die richtig guten Übungen, auch gerade eben Twang oder wie gesagt Nasal Resonance, helfen dir eben deinen Umfang auch zu erweitern. Mach es, wie gesagt, sorgfältig. Nja, 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 ist klasse. Nee, 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 ist super. Wenn du das Gefühl hast, eine Zeile, die du singen möchtest, funktioniert nicht beim Singen, weil sie zu hoch ist, mach es mit nee, nee, nee. Es wird dann deutlich besser gehen. Ja, eine andere Übung, meine Lieblingsübung, ist eine aus dem Twang-Bereich, und das ist einmal nja, 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 nio, 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 nio. Ich fange jetzt mal direkt bei einem F an. Nja, 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 nio, 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 nio. Dem Twang-Bereich. Wichtig ist natürlich auch, dass du guckst, in welchem Register befinde ich mich, wie sind die Konditionen meiner Stimmbänder, Vowel Modification, Breath Management, alles spielt im Grunde genommen eine Rolle. Ne? Wenn das jetzt, das ist jetzt gerade eine Übung, die ich jetzt ausgesucht habe für mich. Es ist jetzt für mein Register, also ich bin Contralto, und ich würde zu Hause immer gucken, wenn du natürlich ein Mezzo-Sopran bist oder Lyrical Sopran oder Bass oder Bariton, sorry, dann musst du natürlich auch dementsprechend gucken, wo ist der Bruch bei dir, der erste Bruch, wo geht es schon in die Kopfstimme und so weiter und so fort. Nur dann macht es nämlich Sinn, eine Übung zu suchen, die nämlich auch zu deinem Register passt und zu deiner Stimme. Nee, no. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde mich wahnsinnig über ein Abonnement freuen. Erzählt mir doch, ob es bei euch geklappt hat, in den Kommentaren. Und ich sehe euch in meinem nächsten Video.